Und hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, das Update 6.2 steht jetzt vor der Türe. Und was wird dieses geile TTK-Update, wie es schon im Titel steht, bringen, mit sich bringen? Und was für einen kleinen Teaser-Spoiler haben wir jetzt direkt auf dem Startbild zu diesem Tweet gesehen, beziehungsweise sehen wir da. Das erkläre ich euch jetzt, Leute. Und zwar, wir kommen erstmal zum Update 6.2. Das 6.2-Update erscheint nächste Woche, Dienstag. Nice, auf jeden Fall, direkt zum Wochenstart bekommen wir, zum neuen Monatsstart, bekommen wir ein neues Update. Und dieses Update ist, wie schon erwähnt, ein TTK-Update. Das heißt, ganz einfach übersetzt in Deutsch, ein Waffenschadens-Update. Ja, quasi, also die Waffen werden jetzt wieder verändert zum Ursprung, wie Battlefield eigentlich seine Waffen hatte zum Beginn. Und zwar werden zum Beispiel, wie zum Beispiel an einem MG, am Anfang hatte es zu Battlefield 5 Zeiten 4 Schuss auf Nahkampf und 6 Schuss auf Fernkampf, also auf in der Ferne, brauchtet ihr, um einen Gegner zu killen, von der Feuerrate her. Und jetzt mit dem neuen Update wird es bei Nahkampf immer noch 4 Schüssen bleiben, aber die Entfernung wird jetzt auf 7 Schuss erhöht. Aber vom vorherigen Update jetzt, was wir da hatten bei 6.0 und so, bei den TTK-Updates vorher, da sah es so aus, dass wir bis zu 8 Schuss brauchten auf die Ferne und die 4 Schuss blieben. Aber trotzdem, 8 Schuss auf Ferne ist für ein MG richtig krass, weil wenn man nur denkt, ein MG hat eine hohe Feuerrate, soll Leute eigentlich weglasern auf Entfernung. Wirklich, das ist so das, was mit Snipern ist. Sniper und MGs sind einfach die hauptsächlichen Waffeninstrumente sozusagen quasi, die wirklich auf Ferne wichtig sind, entscheidend sind und auch eigentlich immer genommen werden müssen und auch sollten, finde ich. Und eigentlich ist es ja auch so, dass es eigentlich so sein soll. Und ja, wie gesagt, bei den meisten wird wahrscheinlich dann das von dem Nahkampf her beibehalten werden, standardmäßig sein. Aber wie gesagt, die Ferne wird auf 1 erhöht von dem ehemaligen Standard. Ja, so viel dazu. Dann kommen wir noch zu den Sniperwaffen. Die Sniperwaffen werden auch noch verändert in Sachen Feuerschnelligkeit. Das heißt, Kugelschnelligkeit wird erhöht. Also wahrscheinlich nicht massivst, aber sie wird erhöht um ein paar Kommastellen vielleicht. Also mal schauen, wie sich das dann spielen lassen wird im Update. Da haben sie jetzt nichts Genaues zu genannt. Und das mit dem Rückstoß, was jetzt reingekommen ist, mit den letzten Updates, mit dem Update 6.0, mit dem TTK-Update, dazu haben sie auch leider nichts geschrieben. Das heißt, der Rückstoß wurde ja, dadurch, dass die Waffen so verschlechtert wurden, wurde der verringert, also massivst verringert. Also ihr habt jetzt null Rückstoß, aber mittlerweile merkt man bei manchen Waffen, zum Beispiel bei der neuen Waffe, bei der neuesten Waffe von Salomon Island, da war das so, dass die neue Waffe, die damit rausgekommen ist, anfangs keinen Rückstoß hatte. Dann hatte sie Rückstoß und bis jetzt hat sie Rückstoß. Also, und der Rückstoß ist nicht wenig. Also, man sieht, sie haben schon versucht, immer mal mit Server-Patches dran rumzuschrauben. Aber, wie gesagt, fürs Erste sieht so aus, dass da nichts verändert wird. Beziehungsweise, wir wissen noch nicht, was die da verändern. Und wir müssen leider befürchten, dass sie das vergessen. Das heißt, die Waffen werden zwar wieder nice gemacht, also wirklich gönnbar. Aber, ja, sie werden nicht vollends wieder zurückgebracht, wo sie eigentlich standen und wo sie waren. Das ist leider traurig, aber mal abwarten. Wir haben ja immerhin noch ein halbes Jahr, in dem sie es schaffen sollten, das zu machen. Quasi, also wirklich innerhalb von einem halben Jahr, so mal so als Tipp EA, solltet ihr das geschafft haben, Battlefield wieder hinzubekommen vom TDK. Ja, auf jeden Fall finde ich nice, super, dass sie das machen, dass sie das alles schaffen. Und
So sieht's aus. Das 6.2-Update wird ein riesengroßes TTK-Update werden. Und ja, es werden auch wieder Bugfixes vorgenommen, das noch dazu. Aber jetzt kommen wir erstmal zu, wie gesagt, diesem Bild, was hier im Vordergrund steht. Und zwar sehen wir hier unsere geliebte amerikanische Standardwaffe, sagen wir mal, die wir beim Angriff Soldaten haben. Und ich bin mir nicht sicher, ob es genau die Waffe ist oder ob es die Waffe vom Sniper ist. Aber auf jeden Fall sehen wir die Waffe mit dem Bajonett vorne dran und das ist so ein kleiner Teaser für mich. Kommt da jetzt eine neue Waffe raus oder ist es doch die Waffe, die wir beim Angriffssoldaten haben oder beim Sniper? Das ist eine Frage, die müssen die beantworten. Yay, also ja, bin ich mal gespannt. Aber wie gesagt, so ein kleiner Spoiler vielleicht für die neue, also für die Waffe, die wir beim Angriffssoldaten haben. Ich glaube schon, das wäre recht nice, wenn die mal mit Bajonett rauskommt, da wir ja sie auch in jedem amerikanischen Standardfilm mit Bajonett sehen. Also EA, so ein kleiner Tipp, macht da vielleicht noch ein Bajonett mit dran. Also als Auswahlfunktion so ein fünftes Ding raufpatchen, Bajonett oder Feuerrange, irgendwie sowas. Also ich glaube, die meisten werden sich für Bajonett entscheiden, weil das macht wirklich am meisten Bock irgendwie. Also im Vergleich Battlefield 5 zu Battlefield 1, Bajonett ist Battlefield 5 mäßig schon geiler, muss man sagen. Ja Leute, wie hat euch das Video gefallen? Könnt ihr mal in den Kommentar schreiben. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend, schönen Tag. Und ja, wenn euch, wie gesagt, das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Like da. Wenn nicht, dann lasst ein Dislike da. Vielleicht auch einen Comment dazu, warum es euch nicht gefallen hat. Wenn, ja, alles okay war, wie gesagt, dann lasst ein Like da. Und ja, auch ein Abo. Natürlich, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, im nächsten Video, im nächsten Livestream. Bis dahin, haut rein, habt einen schönen Abend, schönen Tag. Wie gesagt, am Sonntag wird auch ein Livestream am Start sein. Wir werden mal wahrscheinlich Battlefield 5 zocken, aber zum 6.2-Update mal gucken, wie groß es sein wird. Wenn es geht, dann gehen wir natürlich direkt rein im Livestream am Dienstag in das Update. Vorausgesetzt, ich habe da nicht irgendwelche privaten Sachen noch am nächsten Tag, dann natürlich wird der Stream auf den nächsten oder übernächsten Tag verschoben werden. Ja, so viel dazu. Dann Leute, haut rein, habt einen schönen Abend. Ich halte euch, wie gesagt, auch auf Insta auf dem neuesten Stand der Dinge. Das heißt, ja, da mich auch mal followen. Und ja, alle Links sind auch dazu in der Videobeschreibung. Das heißt, gönnt euch doch mal in der Videobeschreibung die ganzen Links. Bis dahin, haut rein, ciao.